Herzlich willkommen und erstmal einen guten Morgen für zum Vortrag, Analyse und Visualisierung von Polizeimeldungen, eine Fallstudie in Frankfurt am Main vom Herrn Frank. Und bevor wir jetzt loslegen, noch kurz ein Hinweis. Wir haben den Barcode jetzt gerade da nicht dastehen. Es gibt Fragen bitte über das Venueless-System darstellen. Ich weiß nicht, können wir den Barcode noch kurzfristig hinkriegen? Sonst klaue ich mir mal hier ein und kann die aber gleich machen. Fragen bitte über das Venueless-System stellen. Wir werden bevorzugt die aus dem Venueless-System abarbeiten und nur, wenn es passt, die auch aus dem Publikum. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Herrn Frank. Vielen Dank. Auch von mir guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich finde es super, dass so viele Leute es heute Morgen geschafft haben, auch im Livestream. Guten Morgen. Mein Name ist Johannes Frank. Ich bin Masterstudent an der Hochschule Mainz. Ich studiere Geoinformatik und Vermessung und habe vor, dieses Jahr meinen Master zu machen. Letztes Jahr habe ich in dem Modul GeoGovernment 2 das Projekt betreut, in dem ich Polizeimeldungen von Frankfurt ausgewertet habe. Diese Ergebnisse würde ich hier gerne vorstellen. Somit kam der Titel zusammen: Analyse und Visualisierung von Polizeimeldungen. In die nächsten 20 Minuten mal ein bisschen aufzugliedern, was ich vorhabe. Zunächst möchte ich eingehen, was sind überhaupt Polizeimeldungen, woher kommen sie und wie kann man sie nutzen. Im nächsten Schritt möchte ich dann darauf eingehen, wie habe ich sie genutzt, wie habe ich sie analysiert und danach, wie habe ich sie visualisieren können. Darauf möchte ich dann aufbauen und sagen, was ist mir aufgefallen während der Bearbeitung, was gibt es vielleicht für Probleme, was ist dort aufgefallen. In Teil 5 würde ich gerne auf eine eigene Anwendung angehen, die ich in diesem Zuge des Projektes auch entwickelt habe, wie diese Ergebnisse auch einer größeren Masse zur Verfügung gestellt werden könnten. Am Ende noch ein kleines Fazit und ein Ausblick. Zunächst zu der Motivation. Also meine Aufgabe war es, dass ich Pressemitteilungen aus dem Presseportal analysiert habe. Das Presseportal ist eine Möglichkeit für staatliche Institutionen oder öffentliche Verwaltung, Informationen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Da wird oftmals über verschiedene Kontexte dieser einzelnen Institutionen geredet. Oftmals sind dort auch räumliche Informationen in den Texten vorhanden. Die Aufgabe war also, diese räumlichen Informationen irgendwie aus den Texten herauszubekommen, thematisch zu kategorisieren und mit Karten zu visualisieren. Im letzten Schritt, wie ich eben schon gesagt habe, wollte ich eine kleine interaktive Anwendung entwickeln, in der diese Ergebnisse visualisiert werden können. Nun, jetzt sage ich schon die ganze Zeit Pressemitteilung, Polizeimeldung, was ist das überhaupt? Hier sieht man mal einen Auszug aus dem Presseportal mit einer tatsächlichen Meldung, die ich auch bearbeitet habe. Man sieht, es gibt immer einen Titel hier oben und eine kleine Beschreibung. Da wird den Sachverhalt beschrieben. Hier in dem Fall geht es um geplanten Trickdiebstahl, also um Taschendiebe, die Uhren klauen wollten. Man sieht, die Meldungen sind alle gleich aufgebaut. Die haben ein Datum, wann sind sie veröffentlicht worden. Sie haben die Texte, wie gesagt, und sie haben auch angegebene Thementexte. Also die sind in einer gewissen Weise schon durch Schlagwörter beschrieben worden. Darüber hinaus gibt es auch Ortsangaben. Diese beziehen sich aber in diesem Fall immer auf Frankfurt oder auf Hessen. Für eine Darstellung von Polizeimeldungen im Gebiet Frankfurt bringen mir diese Ortsangaben nichts. Wenn man sich den Text aber genauer anschaut, fällt auf, dass es Ortsangaben in den Texten gibt. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir an diese Ortsangaben und wie können wir die Polizeimeldung verorten? Genau, die Ortsangaben, die in den Meldungen drinstehen, die sind oftmals zu ungenau. Man braucht also die Ortsangaben in den jeweiligen Polizeimeldungen, in den Texten der Polizeimeldung. Hierbei habe ich auf das Natural Language Processing Tool von Stanford Core NLP zurückgegriffen. Das gibt die Möglichkeit, räumliche Angaben aus Texten zu extrahieren. Das habe ich jetzt hier mal für den Beispiel des Trickdiebstahls dargestellt. Ich kann mir die Angabe Schweizer Platz aus dem Text rausziehen, sie speichern und danach mithilfe der Overpass API geokodieren. Das Ergebnis ist, dass ich zu der Polizeimeldung jetzt eine räumliche Angabe habe, eine Linie der Straße, die beschreibt, wo diese Polizeimeldung verortet ist.
Ich habe für diese Arbeit nicht nur diese Polizeimeldungen berücksichtigt, sondern habe auf knapp 5000 Polizeimeldungen zurückgegriffen, vom Zeitraum 21 bis Zeitraum 2023. Das sind ca. 5000 Meldungen. Hiervon hatten ca. 4400 räumliche Angaben. Wenn ich jetzt also alle räumlichen Angaben aus allen Meldungen raus extrahiere, sie geokodiere und auf einer Karte anzeige, entsteht Chaos. Eigentlich alle Linien, also alle Straßen in Frankfurt kamen in den letzten 3 Jahren immer irgendwo mal vor in der Polizeimeldung. Manche Linien sind auch doppelt und dreifach, das sieht man nicht. Man erkennt eigentlich keine räumlichen Zusammenhänge. Das ist eine Kategorisierung notwendig, um diese Daten in irgendeiner Weise sinnvoll nutzen zu können. Aus diesem Grund habe ich mir einen eigenen Kategorisierungsansatz überlegt, der basiert auf einem iterativen, analogen Vorgehen. Ich bin hingegangen, man hat ja die Thementags, die ja schon in einer gewissen Weise die Meldung beschreiben. Ich habe mir jetzt alle 4400 Meldungen, die es räumlich gibt, genommen und habe mir die Tags der Häufigkeit dieser Meldungen sortiert. Es fällt auf, die Tags Polizei und Polizei Hessen, die sind bei jeder Meldung angegeben. Diese Tags brauche ich nicht, sie helfen mir nicht in meiner Kategorisierung. Ich habe diese Tags weggelassen. Bleiben wir bei dem Beispiel Trickdiebstahl. Ich habe in diesem Fall, dann bin ich hingegangen, habe mir gesagt, zeige mir alle Meldungen nur noch an, die den Tag Trickdiebstahl haben. Nachdem ich das gemacht habe, hatte ich 73 Meldungen, die irgendwas anscheinend mit Trickdiebstahl zu tun hatten. Ich habe mir die Tags dieser 73 Meldungen wieder der Häufigkeit nach sortiert und mir ist aufgefallen, auf Platz 4 kommt der Tag Diebstahl drin vor. Thematisch gehören diese Tags zusammen. Ich habe sie also zusammengeschrieben und habe eine neue Filterung gemacht. Zeige mir jetzt alle Meldungen an, die entweder Trickdiebstahl oder Diebstahl sind. Ich komme auf eine größere Liste, 463 Meldungen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, ich hole mir immer neue Tags dazu, bis entweder die Anzahl der Meldungen sich nicht mehr verändert oder in der Liste der Tags keine verwandten Tags mehr drin vorkommen. Als Ergebnis habe ich eine Kategorie, die Kategorie Diebstahl. Die wird durch feste Werte beschrieben und ich kann jetzt sagen, durch meine Kategorisierung habe ich 754 Meldungen gefiltert, die den Sachverhalt, den Kriminalitätsfall, Diebstahl, Raub abdecken. Ich kann die innere Genauigkeit beschreiben, das habe ich durch Stichproben gemacht. Ich habe mir die Meldung angeguckt und habe überprüft, sind das tatsächlich Diebstähle. In den meisten Fällen, 97%, sind die Diebstähle, die kategorisierten Diebstählefälle tatsächlich Diebstähle. Nun kann ich die Diebstähle auf der Karte anzeigen. Hierbei sind es jetzt nur noch Linien von Polizeimeldungen, die tatsächlich Diebstähle behandeln. Da ich ja auch das Veröffentlichungsdatum der jeweiligen Meldung immer habe, kann ich auch den zeitlichen Verlauf der Häufigkeit darstellen, wie oft wird im Presseportal über Diebstähle berichtet. Diese zeitliche Komponente, ich gehe da später nochmal genauer drauf ein, ist ziemlich ungenau. Zum einen berücksichtige ich ja nicht mehr alle Fälle, weil ich nur noch zum Teil räumliche Daten habe. Und zum anderen kann ich ja auch gar nicht gewährleisten, dass das Polizeipräsidium Frankfurt alle Diebstähle auflistet. Darüber hinaus kann ich keine Aussage über die äußere Genauigkeit sagen, also wie viele Diebstähle habe ich denn gar nicht gefunden. Zur besseren räumlichen Darstellung habe ich mich auf Heatmaps habe ich da zurückgegriffen. Für Linien wird hier der Line Density Algorithmus verwendet. Mit dem können räumliche Ausprägungen, also die Häufigkeit von Linien im Raum, flächendeckend abgebildet werden. Hierbei habe ich keine Berücksichtigung von Stadtteilgrenzen beispielsweise oder Ortsgrenzen gemacht. Ich habe eine gesamte flächendeckende Aussage der Polizeimeldung in Frankfurt. Auffällig ist, dass bei den Diebstählen es häufig im Innenstadtbereich und den Hauptzuwegen von Frankfurt diese Polizeimeldungen von diesen Diebstahldelikten berichtet wird. Was ich jetzt hier für Diebstahl machen kann, kann ich natürlich auch für andere
Kategorien machen. Ich habe mich hier vom BKA, da gibt es eine Kriminalitätsstatistik, die meisten Kriminalitätsfälle in Deutschland, da habe ich mich dran orientiert und habe drei weitere Kategorien aufgestellt. Zum einen die Gewaltdelikte, die Drogendelikte und die Sachbeschädigung. Ich bin hierbei genau gleich vorgegangen, wie ich es eben für die Diebstähle vorgestellt habe. Ich kann jeweils auch eine Anzahl bestimmen, die Stichprobe durchführen und ich kann auch die Heatmap bestimmen. Hier sieht man schon die Unterschiede. Die Gewaltdelikte, ähnlich wie die Diebstähle, sind im Zentrum eigentlich von Frankfurt und in den Hauptverkehrsstraßen. Die Drogendelikte sind primär in der Innenstadt um den Hauptbahnhof und die Sachbeschädigung, die sind eigentlich in der ganzen Stadt verteilt. Es gibt viele verschiedene Hotspots. Nun, wie kann man diese Ergebnisse interpretieren oder wie kann ich meinen Vorgang, den muss ich kritisch bewerten, was habe ich gemacht? Also ich habe eine sehr hohe innere Genauigkeit. Meldungen einer Kategorie sind oftmals richtig klassifiziert worden. Ich habe aber auch sehr ungenaue Angaben, zum einen das Datum, das habe ich eben angesprochen, sollte mit Vorsicht zu genießen sein, da ich ja das Veröffentlichungsdatum berücksichtige und nicht das Datum, wann die jeweilige Straftat passiert ist. Wenn geschrieben wurde letzte Woche oder gestern, das ist nicht dasselbe wie das Veröffentlichungsdatum mit der Uhrzeit. Das ist mir aufgefallen, als ich schauen wollte, an welchen Wochentagen passieren denn die meisten Kriminalitätsfälle. Ist mir aufgefallen, samstags und sonntags passieren keine, montags passieren die meisten. Man sieht hier eher, dass am Wochenende wahrscheinlich keine Pressemitteilungen geschrieben werden. Für einen groben Überblick, inwieweit Polizeimeldungen aber veröffentlicht werden, kann das Datum schon genutzt werden. Eine weitere ungenaue Angabe ist der Straßenname. Den konnte ich ja zwar aus den Polizeimeldungen raus extrahieren und geokodieren, jedoch sind manche Straßenzüge sehr lang. Die Polizeimeldung bezieht sich aber meistens auf eine punktuelle Angabe, wo etwas passiert ist. Auf Straße X, an der Kreuzung zu Straße Y, auf Höhe von Straße Z. Diese Topologie, diese räumlichen Beziehungen konnten durch dieses NLP, was ich benutzt habe, nicht abgedeckt werden. Ich habe nur die gesamte Straßenlänge. Man könnte jetzt überlegen, ob man vielleicht die Stadtteile auch raus extrahiert und die Straßen nur noch in den Stadtteilen sucht. Jedoch werden die Straßen dann immer noch zu lang dargestellt. Das wäre ein Grund, warum die gesamte Straßenlänge so ein Cluster ist. Man kann aber sagen, ich war in der Lage, es zu automatisieren. Natürlich, ich musste die Kategorien händisch festsetzen, jedoch wenn ich jetzt neue Polizeimeldungen hätte, ich kann sie durch eine Schnittstelle abgreifen vom Presseportal, sie automatisch georeferenzieren und geokodieren und hinzufügen. Man kann auch überlegen, ob man andere Ansätze der Kategorisierung wählt. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, ob ich das vielleicht hierarchisch machen kann. Hier das Beispiel Sachbeschädigung. Ich habe einen Unfall, der in der Polizeimeldung auftritt. Das ist kein Kriminalitätsfall. Falls es jedoch mit dem Schlagwort Fahrerflucht auftritt, soll es als Sachbeschädigung gewertet werden. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze, wie die Kategorisierung noch verbessert werden kann. Nun, die Daten habe ich jetzt für mich bearbeitet. Ich habe mir die schönen Heatmaps erzeugt, die Linien auch rausgegeben. Die Frage ist ja, wie könnte man das visualisieren? Wie könnte man das anbieten, diese räumlichen Informationen Personen nutzbar machen lassen? Ich habe hier eine kleine Webseite programmiert. Aufgrund der Zeit für das Projekt ist das eher am Ende passiert. Jedoch war ich in der Lage, mit Leaflet eine kleine Karte zu erzeugen. Hier werden die Linien räumlich dargestellt. Die NutzerInnen haben die Möglichkeit, die jeweiligen Kriminalitätsfälle, die ich ja kategorisiert habe, auszuwählen oder alle anzuzeigen und auch den Zeitraum auszuwählen. Entweder können sie sagen, sie wollen das ganze Jahr, die Meldung für ein ganzes Jahr oder den gesamten Zeitraum oder des bestimmten Monats. Die werden auch der Häufigkeit nach sortiert, der jeweiligen Monate, dass man auch gewissen Überblick bekommen, an welchen Monaten wurden denn viele Pressemitteilungen veröffentlicht oder an welchen wenig. Man kann die Daten auch exportieren und die Webseite arbeitet dynamisch, also das ist von den Daten tatsächlich abhängig. Wenn ich verschiedene Auswahlen treffe, verändert sich sowohl die Karte als auch die Polizeimeldung, die zu den Linien gehören. Es entsteht eine interaktive Webseite. Man kann sowohl über die Polizeimeldung als auch über die Linie sich den jeweiligen Fall anschauen und auch zurück aufs Presseportal gehen.
zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in meiner Projektarbeit in der Lage war, Polizeimeldungen oder generell Texte im großen Maßstab abzugreifen, in diesen Texten räumliche Angaben zu finden, diese thematisch zu kategorisieren und durch Heatmaps zu visualisieren. Es entstand ein kleiner Kartendienst, in dem diese Ergebnisse angezeigt werden können. Hier an der Stelle ist es mir nochmal wichtig, dass ich betone, es ging mir in dem Projekt um die Visualisierung der Pressemitteilung. Es ging mir nicht um die Interpretation der Daten, also die Darstellung, warum passieren an bestimmten Stellen Kriminalitätsfälle. Da habe ich keine Daten zu. Es fehlen mir sozioökonomische, gesellschaftliche, aber auch sicherheitstechnische Informationen. Die Karte kann aber als Grundlage für spätere Kriminalitätsanalysen, könnte sie genutzt werden. Darüber hinaus kann überlegt werden, wie könnte denn das, was ich gemacht habe, verbessert werden. Während dem Vortrag bin ich schon drauf eingegangen. Es können andere Methoden sich überlegt werden, wie noch genauere Informationen, räumliche Informationen aus den Texten abgeleitet werden können, damit die Topologie besser abgebildet werden kann. Es kann auch überlegt werden, ob andere Kategorisierungsansätze, ich hatte den hierarchischen Ansatz schon angesprochen, verwendet werden können. Man könnte ja auch einen Algorithmus entwickeln, der selber Kategorien festlegt. Hier wäre dann das Problem, die Kategorien sind nicht durch ein Schlagwort beschreibbar, da sie durch einen Algorithmus bestimmt worden sind. Falls man bei den Kategorien bleibt, die ich entwickelt habe, wäre es ja mal schön zu sehen, wie die Korrelation zwischen den einzelnen Pressemitteilungen ist. Kommen Diebstähle oftmals mit Gewaltdelikten vor? Sind Sachbeschädigungen, Drogendelikte, kommen die häufig vor oder ist die Korrelation negativ? Man sieht, das ist ein schöner Ansatz gewesen, man kann noch sehr viel damit machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt zu betreuen oder durchzuführen. Ich hoffe auch, dass Sie jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen über Polizeimeldungen, über das Auslesen von Polizeimeldungen und das Verräumlichen von textlichen Daten. Falls Sie noch Fragen haben dazu, können Sie die ja jetzt stellen. Ich bin an dieser Stelle fertig, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt zu Ihrer Verfügung. Vielen Dank. Ja, schon mal vielen Dank für den Vortrag. Für die Fragen möchte ich nochmal auf Venueless hinweisen. Ich fand es schwierig, den Barcode zu finden. Ich habe einfach hier einen umzukleben. Und wir haben auch schon einige Fragen aus dem Venueless und da sind einige hochgevotet, weswegen ich damit einfach mal anfangen würde. Und zwar, wie geht man mit Meldungen um, die mehrere Ortsangaben haben? Ja, die Frage habe ich mich ja auch beschäftigt. In diesen Meldungen, die kamen häufig vor, da ist genau dieser Knackpunkt, was ich versucht habe zu beschreiben, mit der Topologie. Also da sind dann zwei Straßennamen tauchen vor, an der Straße X zu Straße Y. Ich habe zwei Ortsangaben, die werden beide gefunden. In diesem Fall habe ich aber ja gar nicht mehr die Information, wie stehen denn die beiden Straßen jetzt im Bezug oder wird in der Meldung über zwei Straßen berichtet, an dem ein Gewaltdelikt, ein Drogendelikt passiert ist. In diesem Fall, bei meiner Arbeit, habe ich es vereinfacht und habe nur den ersten Straßennamen immer verwendet. Da wäre auch nochmal die Möglichkeit, das zu verbessern. Ja, danke. Dann die nächste Frage wäre, mit welcher Schnittstelle würden die Daten aus dem Presseportal extrahiert? Das Presseportal stellt eine Schnittstelle zur Verfügung. Inwieweit diese Schnittstelle offen ist, ist fraglich. Ich musste einen Account anlegen und konnte mir dann die Daten ziehen. Teilweise stellen die einzelnen Institutionen auch, haben eigene Presseportale, stellen dort ihre Informationen auch zur Verfügung. Und hier bei dem Polizeipräsidium Frankfurt ist das der Fall gewesen. Die werden dann nur auf dem Presseportal neu veröffentlicht. Und durch das Presseportal habe ich die Möglichkeit, diese abzugreifen. Ich kann hier den Zeitraum angeben, beziehungsweise aktuell, falls irgendwas sich aktualisiert, könnte ich die aktuellste Meldung immer abgreifen. So, dann gibt es noch ein paar Fragen aus dem Venueless. Polizei Hessen inklusive Frankfurt nutzt das Einsatzleitsystem EOCS von Eurofunk, was ein Business Intelligence Modul besitzt, was auch
sorry für den Co-Vortrag, was auch anonymisierte Datenabzüge zulassen sollte. Gibt es Kontakte dahingehend zur Prüfung, wie hoch die Quote der Pressemeldungen zu echten Straftaten ist und zum Training der räumlichen Genauigkeit des Modells? Das ist ein sehr guter Ansatz. Das war nämlich auch das, was ich mir immer gedacht habe. Wie weit decken denn diese Pressemeldungen überhaupt das tatsächliche Bild in Frankfurt ab? Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass in 3 Jahren nur 400 Gewaltdelikte in Frankfurt passiert sind. Ich habe mich in meinem Fall mehr auf die Pressemeldungen konzentriert, weil es mir darum ging, wie ich diese räumlichen Daten überhaupt aus Texten ableiten kann. Es ging mir nicht darum, die Vollständigkeit der Meldung zu berücksichtigen. Ja, ich reiche das mal eben. Moin, ich habe das Ganze tatsächlich auch mal gemacht, vor 2 Jahren mit irgendwie 500.000 dieser Meldungen und habe mich dann mit ein paar Menschen von Polizeipräsidien zusammentelefoniert, um mal zu verstehen, was mache ich denn da eigentlich? Hat das wirklich eine Aussagekraft? Und das Fazit war, dass es ja so circa 5% der Pressemitteilungen sind, die tatsächlich auf die Portale gepusht werden. Und dass es halt besonders interessante Meldungen sind, die da stehen. Dementsprechend war meine Schlussfolgerung, ich bin mir nicht so ganz sicher, was kann man jetzt wirklich als Ergebnis dieser Daten dann tatsächlich sagen? Sind das jetzt besonders problematische Orte, die man jetzt hier rausgefunden hat? Oder sind es einfach die Orte, wo besonders interessante Straftaten aus Polizeiperspektive passiert sind? Information, was du gesagt hast, ist ja auch genau dieser Fall. Ich kann ja gar nicht herausfinden, gibt es vielleicht Orte in Frankfurt, über die gar keine Pressemitteilung veröffentlicht werden, aus verschiedenen Gründen. Oder bestimmte Sachverhalte, die nicht auftreten. Ich hatte ja nur die Pressemitteilung als Grundlage und das war... Mehr Daten hatte ich nicht und aus diesem Grund hatte ich auch nur diese Pressemitteilung berücksichtigen können. Ja, wir haben im Chat noch eine weitere statistische Neugierdefrage. Könnten sich durch das unterschiedlich dichte Straßennetz auch scheinbare Hotspots ergeben, dort wo viele Straßen zusammenlaufen? Primär entstehen dadurch auch Hotspots, dass gewisse Straßen sehr, sehr häufig vorkommen. Also das ist noch ein größerer Einfluss als eng liegende Straßen, dass viele Meldungen an sehr wenig Straßen angebunden waren. Das war noch ein größerer Einfluss als das enge Straßennetz im Innenstadtbereich. Gut, danke. Wir haben noch, wir haben noch relativ viel Zeit. Weswegen ich dann mal schauen kann, ob noch Fragen da sind. Eine Frage hätten wir noch. Ich weiß aber nicht, ob die sich sinnvoll beantworten lässt. Ich glaube, da hat jemand Hamburg und Frankfurt verwechselt. Wie stimmen die Zahlen aus den Meldungen mit den Jahreswerten von, ich sag mal, Frankfurt am Main in der Kriminalstatistik überein? Wie bitte? Wie stimmen die Zahlen aus den Meldungen mit den Jahreswerten der Kriminalstatistik von Frankfurt? Das, wie gesagt, das habe ich nicht überprüft. Ich habe mich nur auf die Pressemitteilung bezogen. Ich hatte auch nach dem Projekt verschiedene Gespräche. Es gibt auch von Rheinland-Pfalz, für ganz Rheinland-Pfalz, die Polizeimeldungen. Diese sind dann vollständiger und flächendeckend. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nur auf die Pressemitteilung bezogen. Die ja auch wirklich nicht den gesamten Kriminalitätsfall abdecken oder Spektrum abdecken. Gut, jemand hat freundlicherweise nochmal gerade live gegoogelt, dass es wohl auch, also zur Unterstützung dieser Aussage, dass es wohl 115.000 Meldungen in der Kriminalstatistik gab und es waren ja, ich glaube, 5.000? Das hatte ich ja, genau, ca. 1.400. Das deckt sich ja auch mit den 95%, die wir gerade gehört haben. Also, das ist, wenn die Rohdaten nicht für mehr nicht da sind, dann sind sie halt nicht da. So, das wären dann alle Fragen. Gibt es auch noch Fragen aus dem Publikum? Wurden für die Linien von den Straßen, wurde da die Länge umgekehrt proportional gewichtet in den Heatmap, dass sie lange Straßen dann nicht überproportional einen großen Einfluss auf die Darstellung haben? Das wäre ein guter Ansatz gewesen, dass Sie das sagen. Das hätte ich gern berücksichtigt, ja, weil es war ja so, die langen Straßen haben so einen großen Einfluss, dadurch, dass sie ja auch in der Heatmap-Berechnung einen großen Einfluss haben, weil sie ja
in den gesamten Radius in der Berechnung drin vorkommen, wäre es wirklich interessant, mal zu überlegen, gibt es andere Darstellungsmethoden? Ich muss ja nicht auf die Heatmap zurückgreifen. Und wenn ich die Heatmap benutze, gibt es dort zum Beispiel die Länge der Straße berücksichtigen oder nehme ich nur das Straßenzentrum, wie man die Straße besser in der Heatmap darstellen kann. Gut, eine Frage haben wir noch und ich glaube auch die Zeit, das Mikrofon durchzureichen. So, mal bitte durchreichen. Es gab eine Kategorie Krieg. Habe ich was verpasst? Kategorie Krieg, also es waren echt auch diese Tags, als ich mir die Tags nur einzeln angeguckt habe, dachte ich mir auch bei manchen, was sind das für Tags? Ich musste mir dann die Meldung nochmal angucken, worum geht es? Und Krieg war genau sowas. Es waren oft Demonstrationen zum Krieg in der Ukraine, über die berichtet wurde. Diese fallen ja dann auch in diesen 4400 Meldungen, kommen sie vor. Es gibt dann vielleicht eine Ortsangabe, hier und hier war diese Demonstration. Sie bildet ja keinen Kriminalitätsfall ab. Aus diesem Grund sind von den 4400 Meldungen ja auch nur ein Bruchteil Meldungen, die tatsächliche Kriminalitätsfälle abdecken. Krieg ist in keiner Kategorie aufgetreten. Ich habe auch noch von den anderen Kategorien die Tags, aber Krieg gehört zu keiner Kategorie dazu. Ja. Gut, dann danke ich nochmal für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Und weiter geht's hier um 9.35 Uhr, damit keine Angst vor sperrigen Ausdrücken in QGIS zu haben. Danke.